Liebe Freunde von Life is Strange Before the Storm, wir sind hier wieder in einer neuen Aufnahmesession. Es ist Montagabend, es ist 23.24 Uhr und ich nehme für euch auf, damit ihr Donnerstag eine Folge habt. Weil wir morgen hätte ich normalerweise aufgenommen, mit Sicherheit nochmal eine Runde Division 2 Aufnahmen entnehmen werden. Weil nächste Woche Freitag muss ich hier aufbauen für die Kommunion meiner kleinen Tochter. Und von daher, ja, kann ich nächste Woche Freitag nicht aufnehmen. Das heißt, ich muss jetzt quasi den Freitag von nächster Woche dann vorziehen. Und deswegen morgen keine Möglichkeit, Life is Strange aufzunehmen. Und deswegen jetzt heute Abend, so spät abends, eine Aufnahme. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, ihr habt den gleichen Spaß, wie ich dabei habe. Denn ich, nach dem Low der vorletzten Folgen kam jetzt das High aus der letzten Folge. Weil ich freue mich so für die Situation, die wir da gerade haben. Ich finde das richtig toll. Und ja, wir sind bei der Entscheidung vom letzten Mal. Und ich höre in meinem Ohr bereits eine Urheberrechts. Verletzung, weil die Musik wieder mal läuft. Naja, was würde ich machen? Ich habe gesagt, ich lasse Musik laufen während des Let's Plays, weil ich es einfach atmosphärisch finde. Es ist halb so. Es wird einfach was fehlen, wenn jetzt diese Musik nicht laufen würde, oder? Mal ganz ehrlich. Also, jetzt nochmal eine kleine Werbeeinblendung. Schaut euch die Band an. So. So, ich hoffe, und eBay sagt mir, dass ich noch immer neue Artikel reinstelle. Wieder einstelle. Sorry für die Einblendung heute. Ja, ich bin ein bisschen ausgebrannt. Also, das war die Entscheidung. Wir haben gerade das Theaterstück hinter uns. Wir haben quasi so eine Art von Liebeserklärung bekommen, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Eine sehr indirekte, aber man durfte es so verstehen, glaube ich. So, wir haben jetzt drei Möglichkeiten zu antworten. Ich mache mir Sorgen. Was ja bedeutet so, ja, tolle Vorführung und so weiter, aber ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Ich denke mal, das ist das gemeint. Ja, eindeutig. Also, ja, total auch auf diesem High, was du jetzt hast und freue mich total, dass das so gelaufen ist und so. Und eigentlich eher erleichtert, das wäre halt so die Gefühle, die sie auch hat, ne? Die Entspannung eben nach dem Auftritt. Ich war letztes Mal gleich für ja eindeutig, ich würde jetzt eigentlich eher erleichtert. Ne, ich mach doch ja eindeutig so. Ja, ich fühle mich großartig. Wenn du mir heute Morgen gesagt hättest, dass ich heute Abend so glücklich sein würde. Du hast heute so viel Scheiß durchgemacht. Jetzt ist eigentlich gut. Okay, das ganze Stück war gut. Ich gebe es ja zu. Ja, das war magisch. Etwas Albernes sagen, ihre Hand halten, etwas Liebes sagen. Ja, sie macht natürlich hier so ein bisschen diese Bewegung, das sieht so ein bisschen aus wie Einhängen. Das soll, glaube ich, Einhängen sein. Ich hätte jetzt gesagt, sie möchte, dass wir uns einhängen quasi. Also Hand halten, etwas Liebes sagen, etwas Albernes sagen. Es könnte natürlich auch so eine Gebärde aus dem Stück sein. Ne? Das ist ja so ein bisschen mittelaltermäßig gewesen. Dann könnte man jetzt auch was Albernes sagen. Das ist schwierig. Das Problem ist ja immer, ne? Was macht das Spiel oder was haben die Programmierer sich dabei gedacht und wie gut ist es übersetzt, muss man ja auch immer sagen. Ja, bei so einer Szene. Ihre Hand halten. Come on, trauen uns. Ja, es war so gemeint. Sehr cool.
Okay. Das ist logischerweise jetzt so ein bisschen peinlich, ist das natürlich schon. Gehen wir? Wirklich? Wirklich? Wie? Du sagtest, du willst die Stadt verlassen und nie zurücksehen. Wie ich gestern schon gesagt habe, tun wir's. Ich weiß, dann habe ich den ganzen Tag gedacht. Aber das war... Sag nicht, dass es nur ein verrückter Gedanke war. Du meinst es ernst, das sehe ich. Du willst es. Ja, aber... Irgendwann... Gehen wir jetzt. Hatten wir uns nicht schon auf der Bühne geeinigt? Wir können nicht. Warum nicht? Also warum sollen wir jetzt nicht gehen? Okay, fassen wir mal zusammen. Mitten nirgendwo. Fragezeichen. Das heißt, jetzt da, wo wir hier sind, ne, verschwinden. Ich glaube, das meint auch Rachel jetzt in dem Moment nicht. Die Eltern? Fragezeichen. Ich glaube, Rachel geht das gerade so ziemlich am Popo vorbei. Ich glaube, Chloe auch. Geld? Fragezeichen. Ja, Geld haben wir uns bei Frank verdient. Das haben wir, denke ich mal, noch nicht bekommen. Aber das werden wir ja bekommen. Also auch nicht wirklich ein Fragezeichen, ne? Ich hoffe nicht, dass, wenn ich jetzt, okay, du gewinnst, ich sage, dass wir uns das Geld dann einsacken von dem Sportler, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Das hoffe ich nicht. Aber es erscheint mir jetzt in diesem Moment die richtige Wahl. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt irgendein Scheiß kommt, nur weil ich diese Wahl wieder treffe. Boah. Links lädt gerade Division 2 hoch für Mittwoch, rechts wird die Freitagsfolge rendern, mittendrin. Läuft, Gott sei Dank. Neue Festplatte läuft. Okay, ich versuche mich vor der Entscheidung zu lassen. Nein, okay, du gewinnst. Ah, gut, also Königin des Theaters, wohin gehen wir? Sag du es mir. Welch einzigartig verdrehter Ort entspricht Chloe Price plus Rachel Amber? Die offene Straße, Los Angeles, New York. Die offene Straße, hätte ich gesagt. Das ist jetzt eine rein emotionelle Entscheidung. Mir ist nach einer Reise von unbestimmter Länge. Das klingt nach der besten Idee aller Zeiten. Du und ich, wir fahren die Küste entlang, füllen den Truck mit lustigen Souvenirs und finden jede Nacht einen anderen Strand, an dem wir spazieren gehen und den Sonnenuntergang beobachten können. Und eines Tages reparierst du an einer Tanke die Bremsen, wenn ein Typ ohne Shirt bei dir ankommt. Ja, okay. Und er wird sowas sagen wie, es ist so heiß, dass du dich mit Autos erkennst. Verzeih dir, sie ist bei mir, werde ich dann sagen. Ich liebe diese Zeit der Nacht. Kommt es dir nicht so vor, als wäre alles möglich? Ich weiß, ich habe ein bisschen Text von mir verpasst. Okay, Rachel, hör auf. Was kommt jetzt? Wenn du es nicht so meinst, komme ich mir nur mies vor, dass das Leben, das du beschrieben hast, nie passiert. Verdammt nochmal, ich habe noch nie etwas so ernst gemeint. Chloe, was braucht es, um dich zu überzeugen? Oh! Dein Armband? Nein. Ein Tattoo? Nein. Mal ganz ehrlich. Natürlich. Oder? Mal ganz ehrlich, würdet ihr das jetzt in irgendeiner Phase anders sehen als ich? Entschuldigung, da kommt der Junge durch. Vielleicht sehen Mädels das irgendwie jetzt anders. Mädels-Mädels-Ding, ne? Kenne ich mich nicht so aus. Ich habe Freunde, die... sind homosexuell, aber Männer halt. Weiß ich,
das Girl-Ding kenne ich da so nicht. Also von daher weiß ich nicht. Aber ich denke, das wird auch nicht anders sein. Und von daher, ich denke. Wie wär's? Oh. Oh. Das ist mir jetzt sogar beim Zugucken peinlich. Okay, Screenshot für die Folge. Also nicht die Nahaufnahme, gerade die entfernte Aufnahme. Sonst habe ich ja keinen Platz für die Schrift. Oh, ich mache die Szene gerade kaputt. Ist das überzeugend genug? Oh Gott. Können wir das ausblenden? Okay, ist mir peinlich gerade ein bisschen. Aber ich freue mich. Heilige Scheiße. Ja, was soll man sonst sagen? Genau. Okay. Was ist dieses Zeug? Asche. Also, ich denke, es ist ein Zeichen. Ich denke, wir sollten heute Nacht gehen. Echt? Wenn du es willst, ich bin bereit. Schmuggeln wir ein paar Klamotten und so aus dem Haus. Dann verschwinden wir aus Arcadia Bay. Fährt das Auto denn schon? Das wäre eine Begründung gewesen für erstmal nein. Das klingt perfekt. Okay. Das ist ja immer so. Ne? Also auch zuschauen. Niedlich. Also ich meine, ich weiß nicht, niedlich ist das richtige Wort nicht. Aber vielleicht, weiß nicht. Aber ich finde es schön. Schön. Es ist einfach schön. Ohne sexuellen Hintergedanken. Man unterstellt uns Männer ja ganz schnell immer sexuelle Hintergedanken. Meine ich nicht. Ich finde das schön. Als mein Kumpel, der homosexuell, seinen ersten festen Freund hatte, fand ich auch total toll. War erst strange, aber so erstmal zusammen schwimmen gewesen, ne, zu viert und so, ne? Und irgendwie war es niedlich. Es war einfach schön, die beiden glücklich zu sehen. Ich glaube, da, das ist, glaube ich, für manche sehr befremdend, so zu denken. Aber ich finde es okay. Oh, du bist zu Hause. Rose, Rachel ist zu Hause. Und sie hat ihre neue Freundin mitgebracht. Unbeliebterweise wahrscheinlich. Unser Überraschungstag kehrt zurück. Du kommst gerade rechtzeitig. Essen ist fast fertig. Chloe, richtig? Das war es, das ist es. Wieso das war es, das ist es? Was ist das für eine Auswahl? Geschafft, ich muss sehr denkwürdig gewesen sein. Das warst du. Ich habe den Eindruck, du bist daran gewöhnt, einen Eindruck zu machen. Rachel, Liebling, du hast heute Abend gestrahlt. Danke. Chloe, du musst mit uns zu Abend essen. Muss sie? Muss ich? Natürlich. Ich habe Huhn à la King gemacht. Ihr beide habt euch bestimmt Appetit erarbeitet. Warum? Ob das überhaupt das Blasen hier durchgeht durch den Pop-Up-Schirm? Also. Ja gut, die Szene auf der Bühne war schon eindeutig. Ich finde das bemerkenswert, bewundernswürdig, wie die Eltern jetzt gerade reagieren. Ich glaube, ich bräuchte da schon eine Minute oder zwei. Aber gut, die haben sie ja gehabt. Ne? Nach dem Auftritt werden wir auf Fahrt nach Hause. Die werden sich sicher unterhalten haben. Das ging da gerade auf der Bühne ab. Wie gehen wir jetzt damit um? Haben vielleicht schon eine Entscheidung getroffen, was das angeht. Und das überrascht mich gerade.
Hätte ich den beiden nicht zugetraut. Also, nicht hungrig heißt ja, ich bleibe da, aber wir essen nicht. Aber das wird, glaube ich, nicht klappen. Und auf dem Weg nach draußen heißt, ich verschwinde wieder. Aber ich wollte mich ja gerade reinschleichen. Nicht hungrig. Komm, was soll schon schief gehen? Ja. Nein, danke, ich bin eher ein Bürger aller King-Mädel. King, kind of gal. She's funny, this Sie ist eine Witzige. I'm aware. Das ist mir bewusst. Chloe, ich weiß, wir haben es uns heute Morgen nicht gerade unter den besten Umständen getroffen. Aber da du und Rachel gut so angefreundet haben, bestehe ich darauf, dass du uns zum Abendessen triffst. Meinst du mich auch, Rachel? Ja, natürlich. Chloe, bleibst du bitte zum Essen? Natürlich. Toll, ich mache mich nur kurz frisch und komme dann runter. Mach's kurz. In der Zwischenzeit kannst du mir vielleicht helfen, den Tisch zu decken, Chloe. Geht klar, Miss Amber. Mrs. Entschuldigung. Okay, ich gehe packen. Nach dem Essen können wir verschwinden. Alles okay hier unten für dich? Total. Ich denke, das beeilt dich, wäre ganz dringend. Komm einfach schnell zurück. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier aufrechterhalten kann. Versuch das dein Leben lang. Chloe, wir müssen nur das Abendessen überstehen. Versuch nicht zu sagen, was du weißt schon. Du verrät? Das ist normalerweise, das ich normalerweise sagen würde. Genau. Etwas gemeinsame Zeit mit den Embers. Was könnte bloß schiefgehen? Ich glaube so ziemlich alles. Aber die scheinen sich ja doch recht cool zu verhalten. Aber es kam gerade was rein. Haben wir eine neue Seite? Ganz viele neue Seiten. Und ich dachte, das Kapitel wäre zu Ende. Max, gerade als ich dachte, der Tag kann nicht dramatischer werden. Moment, von Anfang an. Dachtest du echt, Rachel verpasst das Stück? Du kennst sie eindeutig nicht. Sie mischte Schlafmittel in Victoria's Tee. Und holte sich ihre Rolle zurück. Hey, in der Liebe und im Highschool-Theater ist alles erlaubt. Leider endete das Drama damit für mich nicht. Die dusselige Juliette steckte wegen dem Feuer fest und ich, jetzt, sagen wir einfach, es gibt genau eine Person auf diesem Planeten, die mich dazu bringen kann, ein Kostüm anzuziehen und vor einem Publikum voller Leute, die ich nicht ausstehen kann, Shakespeare aufzuführen. Und sie stand genau im falschen Moment direkt neben mir. Chloe, die mit dem Scheißleben. Max, ich habe überlebt. Nur falls du dir Sorgen gemacht hast, hast du ja nicht. Aber es war nicht einfach. Ich musste mich daran erinnern, was ich zu sagen habe, wo ich hin musste und nicht dem Publikum den Mittelfinger zu zeigen. Und vor allem das zu erinnern, was ich nicht gelesen habe. Ich werde nicht lügen. Es war nicht nur schrecklich, nachdem ich die dumme Schminke und die blendenden Lichter überwand und mich einfach darin verlor. Ich schätze, beim Schauspielern geht es darum, den Rest der Welt zu vergessen und ganz im Moment aufzugehen. Wenn ich bei Rachel bin, fällt mir das leicht. Wir veränderten den Verlauf des Stücks etwas und erschufen ein besseres Ende, wo wir zwei zusammen von der Insel kommen und gemeinsam in den Sonnenuntergang segeln. Nimm das, Shakespeare. Wird das echte Leben auch so super? Die Zeit wird zeigen. Chloe, das lyrischste Luder der Stadt. Das stimmt, da hab ich gar nicht nachgedacht, eben als ich die Entscheidung getroffen habe. Ne? Letztendlich haben die Eltern das ja auch mitgekriegt. Und wenn sie die Doppeldeutigkeit eventuell erahnen, dann könnten die sich eventuell vorstellen, dass Rachel und Chloe verschwinden wollen. Ich wollte schon Rachel und ich sagen, weil ich ja Chloe spiele. Ne? Von daher vielleicht doch nicht so die gute Idee gewesen. Aber ich kann es ja noch retten. Ne? Ich kann ja die richtigen Antworten geben. Max, die Zeit hat's gezeigt und wie sich rausstellt, ist das Leben keine Bühne. Es ist so viel besser. Wir verschwinden. Heute. Bumm. Lebe wohl, Acadia Bay. Wir fahren los, Ziel unbekannt. Aber wen kümmert's, solange es nur weit weg von hier ist?
Ich glaubte Rachel erst nicht. Es ist nicht so, dass ich ihr nicht vertraue, aber sie verliert sich gern im Moment. Sagen wir einfach, sie beseitigte alle Zweifel. Was soll ich dir eine Karte zeichnen? Wir haben rumgemacht, so toll, wie du es dir auch vorstellst, mit Rachel Amber rumzumachen. War millionenmal toller. So toll, wie du es dir auch vorstellst. Was ist das für ein Satz? Na, einen kurzen Halt bei Rachels Haus geht's los. Wenn du das nächste Mal von mir hörst, bin ich nicht mehr in Arcadia. Genau wie du. Chloe. Der es so viel besser geht. Wir dürfen gespannt sein. Oh oh. Was heißt du? Oh, ich brauche das Geld ja. Ich habe gerade mit Damon gesprochen. Er meinte, er musste deutlich werden. Er hat dich nicht gesehen. Was ist los? Hast du das Geld gefunden? Price, wo ist das Geld? Das ist ernst. Hör auf, rumzualbern. Wenn du nicht tot bist, antworte. Wir treffen uns morgen mit Antworten. Ich glaube, jetzt spitzt sich die Sache zu, habe ich ein bisschen das Gefühl. Ich habe gehört, du warst im Sturm. Ja, war irgendwie eine große Sache. Das glaube ich. Alle sagen, die Aufführung war super. Du bekommst heute Medaillen für 2 gute Taten. Du geht's gut. Micky wird dich auf dem Laufenden halten. Oh Scheiße, sag den beiden, dass ich sie anfeuere. Okay. Das klang ja nicht negativ. Okay. Das ist halt die Frage. Können wir hochgehen? I should stay down here. Nein. Until Rachel is ready. Das haben wir geahnt. Kurzer Blick auf die Uhr. Wir haben Zeit genug. Mal ein bisschen umgucken. Muss ja sein. Sollen wir mit dem Vater reden? Ist halt die Frage, ne? Ansehen. Ha, Rachel war wirklich eine Streberin, bevor sie mich traf. Gut, dass ich das im Keim erstickt habe. Ich warte ja so ein bisschen auf die Situation, weißt du? Fernsehsessel hinsetzen. Nein, ich soll ihr helfen. Oh, Plattenspieler. Sind wir auch nicht alle Tage. Schon längst so einen richtig alten, ne? Man sieht leicht, wer hier die Literaturhosen anhat. Gesetzessammlung. Sturmhöhe. Göttliche Kommode. Blickhaus. Metamorphosen Bücher 1 bis 15. Einige Familien fliegen tatsächlich nach Paris, statt nur ihr ganzes Leben lang darüber zu reden. Ich war auch schon in Paris. Gut, für mir aus gesehen ist das ja auch ein Katzensprung, ne? Den Laptop benutzen. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich wette, da steckt nicht ein einziger Cheeto in diesem Teil. Auf der anderen Seite müssten wir natürlich weiter Nachforschung machen, ne? Weil ich habe das Gefühl, wir sollten wissen, worum es mit dieser weißen Frau geht. Heilige Scheiße. Das ist der Kerl, der Drew angegriffen hat. Und ich habe seine $1,000. Rachel und ich können gar nicht schnell genug verschwinden. Und da ist ja auch die Dame in Weiß. Aber wir können das Geld unmöglich behalten. Das ist halt das, was ich sagte. Also das, dann sind wir ja wirklich Diebe. Damon Merrick, relevanter Ort, die Mühle. Eine konvertierte Sägemühle-Club im Norden der Stadt. Verdächtig, Diebstahl, Erpressung, Vertrieb, Körperverletzung, Raubüberfall, Mord, bekannter Umgang, Francis Bowers, Sheldon Pike, Sarah Gerhardt, Peter Gillespie, Rodney Thunder Sears. Okay. Also eigentlich wirklich alle die wir ja auch schon getroffen haben, ne? Mehr steht hier nicht. Nee. Gott, der hätte ja sein können, sie haben irgendwas nicht übersetzt. Ob wir hier wirklich an den Computer ran dürfen? Was soll schon passieren? An der Aufführung teilzunehmen war schon schlimm genug. Aber hoffentlich ist Drew okay. So. Abend. Glückwunsch zur wundervollen Besetzung und Crew von der Sturm. Steph,
Es tut mir so leid, dass ich nicht da war. Ein Notfall kam dazwischen. Rachel, ich liebe euch. Juliet, es tut mir so leid. Hayden, warum tut es dir leid? Du steuerst das Feuer nicht, oder doch? Steph, Chloe hat sich meisterhaft gehalten. Logan, gibt's was Neues zu Drews Zustand? Zack, erholt sich. Wir besuchen ihn morgen als erstes. Wie löscht man seine Browser-Chronik? Gefolgt von einer Lücke für den gesamten letzten Tag. Das ist quasi betrügerischer Arsch für Anfänger. Arme Rachel. Es dünkt mir aber immer noch gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben hier noch ein bisschen was mit Insider, mit Spitzel zu tun. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht der Ende der Story, den wir erleben werden. Ich glaube, wir werden Arcadia Bay nicht verlassen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und die Folge für Mittwoch ist gerade fertig mit Hochladen, Leute. Freut euch, Division Teil 17. 6.5.2010, 18.12 Uhr. Arcadia Bay, Goldverkauf. 18.15 Uhr, The Beacon. 18.17 Uhr, 40 plus gesunder Lebensstil. 18.21 Uhr, Incognito Tab. 1821, wie benutzt man Inkognito? 1823, wie löscht man seine Browser-Chronik? 8.05.2010, 8.22, Kleingeschäfte. 8.22, Not Face. Dass wir das wirklich ohne Probleme uns ansehen durften. Das heißt immer, alle Neuigkeiten sind lokal, aber Mann. Feuer wächst trotz Bemühungen aller Behörden. Größtes Feuer in der Geschichte Arcadia verängstigt Anwohner und stellt Autoritäten vor ein Rätsel. Tja. Es ist tausendmal mehr ekelhaft, wenn der Ekelhafte vorgibt, höflich zu sein. Die Stimme geht schon wieder weg. Kann ich was zu trinken haben? Bitte. Oh. Damit ihr nicht warten müsst. Fernsehsitze hinsehen machen wir nicht. Wie viele Schränke braucht man? Wir können den ja eigentlich öffnen. Ich soll ja den Tisch decken. Ne? Gläser, verdammt, die Embers sind peak fine. The Embers are fancy as shit. Tut mir leid, Leute, ich musste gerade mal einen Schluck echt deutscher Eistee trinken. In den einzigen Let's Play, in dem kein verdammter Saft vorhanden ist, der deutsch ist, sondern stattdessen deutscher Eistee. Und dieser getrunken wird. Stattdessen. So, ansehen. Mir war nie klar, dass sich Betrinken so kompliziert sein kann. Ja. Wen sagt man das? Alles in diesem Haus ist schöner, sauberer, besser und teurer als bei mir. Was nicht viel heißt, aber... Trotzdem... Es war immer deutlich schneller. Verdammt, ob das ein Familienerbstück ist? Nein, die ist frisch gekauft. Oh, ich glaube, das ist ein echter... Wen interessiert der Scheiß? Ein echter Krone auf Viereck. Mit hellblauen Strichen drin. Gemälde. Und ein Bierglas rechts. Was habt ihr gesehen? So... etwas. Ja, das müssen wir gleich rauslöschen. Dann müssen wir wieder so ein Notizzettel drüber machen. Ich habe nichts Besseres gefunden. Rachel und ich hatten eine tolle Kindheit. Meine endete nur etwas vor ihrer, schätze ich. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass allein diese Sache mit dieser Frau
Ich meine, sie ist ja vorher schon ausgebüxt hier mit Chloe. Da muss ja doch irgendetwas vorher schon passiert sein. So sauber. Ich wette, Rose würde super mit Mama mit im Diner auskommen. Ja klar, die Mutter hier an der Spüle kann ich gut vorstellen. Wenn ich den öffne, kommen mir dann Skelette entgegen. Keine Skelette, nur ganz viel glänzendes Geschirr. Wer nervt denn jetzt schon wieder? Oh, das ist das teuerste Ding, von dem ich je gegessen habe. Mal abgesehen von meinem Computer. Natürlich. So, haben wir noch eine Seite? Nein. Nur eine SMS. Okay. Hi Chloe, Drews OP ist zu Ende. Er hat Schmerzen, ist aber okay. Heilige Scheiße, Mickey, es tut mir so leid. Ist okay, du bist bei mir geblieben. Wünsche, ich hätte mehr helfen können. Hey, Steph sagt, du warst in der Aufführung. Was? War ein geschäftiger Tag, wie die meisten Helden. Oi, oi, oi. Irgendwann werden sie herausfinden, dass wir das Geld genommen haben. Ich will das Wort klauen nicht verwenden. Etwas an diesem Foto stimmt nicht. Ich sollte es richten. Staatsanwalt James Amber greift hart durch bei Drogen. Nein, wir machen da kein Graffiti drauf. Wir sind Gast hier. Bitte. Was die Amber-Familie als Unterhaltung betrachtet, sieht für mich sehr nach Hausarbeiten aus. Verbessern? Warum nicht? Wortgetreu, nicht Analphabet. Wir wollen ja einen guten Eindruck machen, schließlich. Hab's gemacht. Das hatte ich jetzt nicht in Gedanken. Da stand schließlich nicht Graffiti. Naja, gibt Schlimmeres, oder? Hi Rose, ihr Ehemann betrügt sie. Reichen Sie mir den Ketchup. Hallo, Mrs. Amber. Chloe, ich bin so froh, dass du heute mit uns isst. Den Tisch denken Rachel und Mr. Amber die Aufführung. Wollen wir über Rachel reden? Warum nicht? Rachel war heute Abend einfach unglaublich. Das war sie. Und ich nehme an, dass der Trick, den ihr abgezogen habt, noch dramatischer als in einem Theaterstück war. Zusammen können wir sehr überzeugend sein. Überzeugend, ja. Das ist ein Wort dafür. Ich habe den Eindruck, dass du selbst eine Naturgewalt bist. Ich sehe, warum ihr beide so gut miteinander auskommt. Tun sie? Das kommt mir immer noch verrückt vor. Ich habe jetzt ein bisschen vom Text verpasst. Es tut mir leid. Es war wieder mal zu schnell für mich. Das Problem ist einfach, ich denke immer dabei, was könnte der Text bedeuten und welche wichtige Informationen muss ich für mich behalten, für das Spiel weiterzuspielen. Das heißt, ich kriege den Text schon mit, aber ich kriege ihn nicht so schnell vorgelesen, weil ich dabei halt auch noch schon den nächsten, zweiten, dritten Schritt denke. Das tut mir leid. Also aber ich glaube inhaltlich, bis auf dass ich einen Satz, glaube ich, verpasst habe, stimmt es. Mr. Amber, da reden wir besser nicht drüber. Wir reden über die Aufführung. Was halten Sie von dem Theaterstück? Rachel war unglaublich, wie immer. Aber ich mochte Der Sturm noch nie. Was hältst du davon? Um ehrlich zu sein, ich habe es nicht wirklich gelesen. Ja, das kam in deiner Vorstellung klar zum Ausdruck. Autsch. Voll in die Weichteile, Mrs. Amber. Tut mir leid. War das gemein? Nein, ich verdiene es. I deserve it.
Geben Sie mir etwas zu tun oder nicht? Danke, Handy. Ja, kannst du bitte 4 Teller aus dem Schrank auf dem Tisch platzieren? Was, wenn ich es nicht kann? Wie bitte? Wir fragen, ob ich könnte. Vergessen Sie es. Kleiner Wortwitz. Ist nicht jedermanns Sache. Chloe, du bist zum Schrein? Okay, Chloe, du hast den Tisch schon mal gedeckt, ohne eine Ehe zu ruinieren. Kinderspiel! Nehmen wir 4 Teller. Auf den Tisch mit euch. Naja, dass man das jetzt wirklich als ich muss das machen Teil macht, das finde ich etwas übertrieben. Teller. Wie immer, ich lasse das Ding erstmal tipseln, bevor ich mich irgendwie verlese. So. Chloe, die Mutter von Justin Williams, hat mich gerade angerufen. Du warst Teil der Aufführung? Das hätte ich gern gesehen. Ist einfach irgendwie passiert. Ich weiß, es war in letzter Minute. Es freut mich, dass es dir gut geht. Es wäre schön, dich heute Abend zu sehen. Kommst du nach Hause? Bitte, Chloe, ich vermisse dich. Ja, sie kommt ja nach Hause. Sie muss ja noch Klamotten holen, ne? Ja, Chloe? Teller abgehakt. Noch was? Eigentlich bist du so lieb und fragst James, was er zum Abendessen trinken möchte? Ich werde so lieb sein. Mit James reden, solange ich die Wörter betrügen und Misskerl vermeide, sollte ich das hinkriegen. Das sehe ich auch so. Oh oh. Die Folge wird wieder. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es sieht nach Überlänge aus. Also wir müssen mit ihm reden, wir können es nicht umgehen. Hi, Mr. Amber. Chloe, was kann ich für dich tun? Warum nicht ein bisschen Nachforschung? Wir sind also Staatsanwalt, wie? Ich bin dein Staatsanwalt. Dann kann ich sie also anrufen, wenn ich je verhaftet werde? Deswegen würdest du verhaftet werden. Das war ein Witz. Offensichtlich kein guter. Ihre Tochter ist klasse. Danke, wir mögen sie auch sehr. Haben Sie das Gefühl, dass sie so toll ist, dass sie einfach schütteln möchten? Was war das für ein Satz? Ich auch nicht. Hä? Was denken Sie? Ich denke, Rachel war perfekt besetzt. Das war sie wirklich. Wir sind sehr stolz auf sie. Ich hatte keine Ahnung, dass sie das tun würden. Was tun? Ich kenne die Bezeichnung dafür nicht. Umgekehrte Besetzung? Eine Frau als Mann besetzen? Oh, ich meinte nur den Teil mit dem Zauberer. Ich schätze, dass es auch war. Das macht keinen Sinn. Was ist Ihr Laster, Mr. Amber? Wie bitte? Ihre Frau möchte wissen, was Sie trinken. Wie wäre es mit Sherry? Okay, 1, 2, 3, Sherry. 2, 3, Sherry. Comical. Drollig. Chloe, vielleicht kannst du mir dabei helfen, etwas zu verstehen. Ich versuch's. Rose und ich machen uns Sorgen um Rachel. Das gestern war so gar nicht ihre Art. Was glaubst du, geht da vor sich? Außer mir, außer ihnen? Außer ihnen darf ich auf keinen Fall sagen. Sie meinen, abgesehen davon, dass mein schlechtes Verhalten auf sie abfärbt? Noch ein Witz? Sagen Sie es mir. Heute Morgen sah es so aus, als würden Sie und Wells es gerne glauben. Rachel ist ihr eigener Mensch. Sie ist verantwortlich für ihre Taten.
Ich müsste lügen, wenn ich sagte, dass mir eure Freundschaft keine Sorgen bereitet, aber vielleicht bist du genau das, was Rachel jetzt braucht, auf ihrer Reise durch die unruhigen Gewässer der Adoleszenz. Danke. Thanks. Adoleszenz. Zu schnell. 5 Minuten. Das ärgert mich jetzt. Yes, ja, Chloe? Cherry. Der Boss hätte gern einen Cherry. Thank you. Danke, die Gläser sind im Porzellankabinett. Du kannst eins an seinen Platz stellen. Wie soll ich für Porzellan nach China kommen? Kidding. Nur ein Scherz, das ist der piekfeine Schrank da vorne, right? Richtig? You got it. Genau. Sie hat kein goldenes Händchen für Witze. Das kann man besser hinkriegen, ne? Nehmen. It's the triangle shape. Das ist das Dreieckige. Basic shapes. Grundlegende Formen. Jetzt sprechen Sie meine Sprache. Hätte besser das T-Shirt genommen, dann so rein damit. Das wäre irgendwie cooler gewesen. Also, ich schätze mal, das Glas steht auf der falschen Seite. Nur für alle, die es nicht gemerkt haben. Also, nochmal quatschen gehen. Schätze ich mal. Yes. Ja, Chloe? What? Was sonst? Ich habe das Gefühl, ich werde gut daran. Nur noch eine Sache. Als unser Gast hast du die Ehre, die Kerzen anzuzünden. Das Feuerzeug ist in... Ist okay, ich habe selbst eins. Oh, man weiß ja nie, wenn man eine Kerze anzünden muss, oder? Du bist ein Paradebeispiel der Bereitschaft. Danke, glaube ich. Es wird Zeit, Kerzen anzuzünden und den Laden etwas aufzupolieren. Tja, wo finde ich denn Kerzen? Achso, Kerzen stehen drauf. Das ist mir noch gar nicht. Stand die eben auch da? Das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Die Amber-Familie und Feuer. Was könnte bloß schief gehen? Speicherstelle. Genau tue ich hier im Moment. Ein stilles Essen. Tick. Tack. Chloe, sind du und Rachel in denselben Kursen? Schön wär's, nicht mehr. Nicht mehr, schön wär's. Nicht mehr, schön wär's. Ist beides scheiße, oder? Nicht mehr, ne? Schön wär's. Ist dasselbe, schön wär's. Komm, das klingt so ein bisschen nach, oh, ich wünsche mir schon, ich wäre noch auf der Schule. Schön wär's. Rachel ist in den fortgeschrittenen Kursen. Ich schaffe es kaum in die Förderstufe. Heißt es so? Vokabel. Was ist mit dem Feuer? Das Essen ist echt gut, Mama. Danke, Rachel. Die Art, auf die das Feuer sich so schnell ausgebreitet hat. Ich habe noch nie von so etwas gehört. Es ist beängstigend, es ist seltsam. Es ist beängstigend, es ist seltsam. Das fordert quasi nach mehr Fragen. Ja, es ist gruselig. Nach den Fluten staatsaufwärts war ich überglücklich, dass es hätte gedacht, dass eine Dürre im Frühling noch gefährlicher sein könnte. Man weiß nie, wie ein tödlicher Funken herkommt. Es ist eindeutig beunruhigend. Der neueste Bericht des Kommissars weist auf Brandstiftung hin. Brandstiftung. Warum würde irgendwer das tun? Aus vielen Gründen. Mit allem, was heutzutage in der Welt vorgeht, ist selbst eine Stadt wie Arcadia Bay nicht immun gegen die Übel der Gesellschaft.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer die letzten Jahre für dich gewesen sind, Chloe. Jetzt, da du und Rachel Freunde sind, möchte ich, dass du weißt, unser Heim steht dir jederzeit offen. Cool, danke. Gut gesagt, Schatz. Es ist wichtig, dass wir uns in turbulenten Zeiten wie diesen daran erinnern, was uns am wichtigsten ist. Familie. Familie ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Verantwortung. Daher müssen wir uns um jene kümmern, die wir lieben, und sie nie als selbstverständlich auffassen. Das stimmt wohl. Lieber Rachel, beunruhigen. Ja, absolut wahr. Und denk daran, Rachel, selbst wenn Kram so lahm wie sonst was ist, kannst du immer vor dem weglaufen, was dich stört, solange du ruhig bleibst. Eine interessante Philosophie, Chloe. In der Tat, das würde ich allerdings nicht anpreisen. Ich ziehe es vor, mich meinen Problemen direkt zu stellen, aber jeden das seine, nehme ich an. Oh, du kannst mich mal kreuzweise. Rachel? Oh Gott, scheiße. Ich muss was trinken. Sorry, ich will die Szene zu Ende sehen. Eine Minute drüber, es tut mir leid. Erklären. Ablenken, erklären. Erklären heißt die Situation erklären. So, das kann Rachel selber machen, also es geht nur noch nach hinten los. Ablenken. Das geht nach hinten los, weil Rachel wird dann nur noch pro dazwischen und dann machen. Also erklären. Nur ein kleiner Insider-Witz zwischen uns. Nein, du kannst mich mal, Rachel. You blow me, Rachel. Chloe, stop. Hör auf. Ich kann nicht hier sitzen und mir weiter diesen Scheiß anhören. Hör auf, Papa, du bist ein Heuchler, okay? Ich weiß es. Du verlogenes, betrügerisches Stück Scheiße. Motherfucker. Wie bitte? Wir haben dich gesehen gestern am Aussichtspunkt. Jetzt hast du gleich verraten, dass du da warst, James, als du diese Frau geküsst hast. James? Rachel, Liebling, was immer du gesehen hast und glaubst gesehen zu haben, ich weiß, es ist hart, aber du musst mir vertrauen. Ihnen vertrauen, glauben gesehen zu haben. Ihnen vertrauen ist natürlich, als würde das Ganze noch ein bisschen so aus der Reserve locken. Raum vertrauen und so weiter. Glauben gesehen zu haben. Das geht mehr auf die Sache selber ein. Wir nehmen Letzteres. Also ich glaube, das ist A, das Harmlose, und wir wollen ja eigentlich wirklich wissen. Entschuldigung, ich lese gern Krimis. Wir wollen eigentlich wirklich wissen, was da abgeht. Wollen Sie uns veralbern? Da gibt es nicht zu glauben. Wir haben gesehen, wie Sie eine andere Frau geküsst haben. Und das Beste ist, Sie und ich kaufen beim selben Drogendealer. Oh Gott, das war intelligent. Das reicht. Du bist hier und in der Nähe meiner Tochter nicht mehr willkommen. Ich wusste schon bei deinem Anblick, was für eine Art Mensch du bist. Aber ich habe mich vom Mitgefühl meiner Frau überwältigen lassen. Oh, welche Art Person ist das? Eine Delinquentin, ein kaputtes Mädchen aus einem kaputten Haus. Das reicht ja, James. So wirst du nicht weiter mit ihr reden. Oh. Zeitbombe. Oh, warum kannst du mir nicht die verfluchte Wahrheit sagen? Hör auf zu lügen. Sei für eine verfluchte Minute mal kein Politiker. Kannst du nicht einfach mein Vater sein? Rachel, die Frau, die du gesehen hast, das war nicht meine Geliebte. That wasn't my mistress. Das war deine Mutter. What? Word. What? Okay, damit haben wir nicht gerechnet. Cool story, bro.
Word. Außer der Urheberrechtsverletzung, die jetzt wieder mal kommt. Was soll ich jetzt sagen? Damit habe ich nicht gerechnet. Und das sieht nach Problemen aus. Oh mein, hat sogar noch Blut am Finger. Na gut, das ist jetzt ein bisschen pathetisch. Oh wei. Ja, die zerbrochenen Träume, betäubt. Ganz sicherlich nicht die netteste Art und Weise. So zerbrecht man andere Leute und das ist definitiv auch unfair. Egal wie wies die Leute sind. Ja, die Mutter macht sich natürlich Sorgen, klar, die weiß nicht, wo ihre Tochter rumhängt. Damit treibt sie quasi, eigentlich ist es halt das falsche Verhalten, damit treibt sie quasi weiter in die Arme von David. Und die Feuersbrunst kommt immer näher, offensichtlich. Und sie ist die Mutter von Rachel. Was natürlich so ein bisschen Rachels Charakter erklärt, der ja so gar nicht so passt zu ihrer Mutter eigentlich, ne? Sie passt ja auch optisch nicht zu ihrer Mutter, aber das heißt ja nichts. Ne? Gene können ja auch mal eine Runde springen. Das war Episode 2. 51 Minuten. Überziehen, dass sich gelohnt hat, meiner Meinung nach. Und rechts ist die Folge für Freitag auch fertig. So, ich lasse aber jetzt das Outro nicht laufen, weil ich schon so weit überzogen habe. Kommen wir zur Endauswertung. Entschuldigung, Leute. Schöne neue Welt. Du hast die Schuld für Rachel auf dich genommen. Du hast Rachels Geschichte geglaubt. Das haben tatsächlich die wenigsten gemacht. Okay. Merkwürdig. Okay. Du hast deine Taschen auf Davis Nachdruck hin geleert. 62%. Du hast dich verweigert, deine Taschen zu leeren. 38%. Wundert mich auch. Also ich bin jetzt gerade über das Ergebnis ein bisschen überrascht. Weil die Taschen zu leeren war ja definitiv, war in der Situation mit dem Joint in der Tasche eine große Dummheit. Ich weiß nicht, ob das jetzt dadurch kommt, dass das in erster Linie dann vielleicht doch deutlich jüngere spielen, ne, dass man Ersteres wählt, weil man halt die Macht der Eltern halt so gewohnt ist und da noch nicht von weg ist. Ich weiß es nicht. Mich überrascht das, weil das ist ja eigentlich eine dumme Wahl und das haben die meisten tatsächlich gewählt. Du hast Damien das Geld gegeben, du bist bei Mickey geblieben. Das haben auch die meisten gewählt. Also auch den Fehler zu tun haben tatsächlich die meisten gewählt. Das überrascht mich gerade auch so ein bisschen und beruhigt mich auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen. Ne? Du hast Rachel nach einem Kuss gefragt, haben 70% gemacht. Das überrascht mich nicht. Erwacht. Das hatten wir ja schon. Schön neue Welt. Wo geht's denn hier weiter? Auf nächste wahrscheinlich. Genau. So. Du hast nicht über das Stück geredet. 41%. Du hast dich entschieden, nicht zum Stück zu gehen. Sind wir richtig? Ja, wir sind richtig. Entschieden, nicht zum Stück zu gehen. Das haben tatsächlich nur 16% genommen. Also die meisten haben dann doch in dem Moment dem Drängen nachgegeben. Das wundert mich. Weil, aber auch das ist wieder ein Hinweis darauf, dass wahrscheinlich in erster Linie Jüngere das spielen, weil
Es ist nun mal falsch, jemanden Hoffnung zu machen, an dem man definitiv nicht interessiert ist. Es ist definitiv eine falsche Entscheidung. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Und ich bin dann doch überrascht, dass 80%, über 80%, also ich meine, 40% hat der Sache ausgewichen, sehe ich gerade, Entschuldigung, habe ich mich verlesen, also über 40%, muss ich dann sagen, sich dann doch dafür entscheiden, jemanden falsche Hoffnung zu machen, nur um den Konflikt aus dem Weg zu gehen oder nur ihm nicht zu enttäuschen. Finde ich merkwürdig. Du hast zugestimmt, mit David neu anzufangen. Ja gut, 76%, das überrascht mich nicht nach den ersten zwei, also nach den letzten zwei Antworten. Du hast den singenden Mann nicht auf das Armaturenbrett des Truck gestellt. Welchen singenden Mann? Da habe ich was verpasst. Du hast deine Schuld mit Frank nicht beglichen. Haben die meisten gewählt. Wobei ich das jetzt nicht verstehe, weil letztendlich wir können das Geld ihm ja immer noch geben. Also eigentlich ist das Thema doch noch nicht vom Tisch, aber anscheinend ist es vom Tisch, was natürlich übel ist. Und ich denke, diese hohe Zahl von 98% kommt auch nur deswegen zustande, weil die meisten nicht davon ausgehen, dass man keine Gelegenheit mehr dazu hat. Okay. Du hast Steph nicht gesagt, dass Rachel Single ist. Das haben die meisten gemacht, das ist klar. 85%. Du hast Drew das Geld nicht zurückgegeben. Das haben auch die meisten gemacht. Klar, aber das ist ja alles, ne, unter dem Gedanken, ne, dass es Frank geben können und damit dem Schuld begleichen und damit natürlich ihren Anteil auch kriegen. Für den Finderlohn quasi. Für die Beschaffungslohn. So. Also, finde ich auch nicht gut, wenn wir es dann nicht zurückgeben können. Weil, ich meine, deswegen haben wir das Ganze ja schließlich gemacht. Dafür haben wir das riskiert, dass der Junge da letztendlich auch zu Schaden gekommen ist. Und, gut, wie gesagt, er wäre so oder so zu Schaden gekommen. Aber ich finde trotzdem, ich finde es nicht gut, wenn wir es jetzt nicht geben können. Also, das fände ich jetzt nicht richtig. Das hätte man von den Programmierern in der Story besser kommunizieren müssen. Du hast Samantha gesagt, Nathan zu helfen. Das haben tatsächlich die meisten gewählt, auch wenn es keine deutliche Mehrheit haben. Tatsächlich haben aber auch fast 23%, also nur 10% weniger, fast genauso viele gesagt, Raum geben. Also Abstand halten und einfach mal so ein bisschen... Auch das wahrscheinlich habe ich jetzt einfach die Vermutung aufgrund der Antworten, die ich hier lese, dass es dann doch in erster Linie Jüngere sind, die das spielen. Und Raum geben ist einfach die falsche Entscheidung. Das muss man einfach sagen. Genauso, und das ist ja noch viel schlimmer, 41% haben gar keinen Rat gegeben. Ja, das was ja eigentlich, das geht nicht. Kannst du in so einer Situation einfach nicht machen. Egal, wie es wir den Typen finden. Aber wir machen es sicher nicht besser, indem wir sagen, hier, Samantha, halte ich von dem fern. Also, ne, er soll ja zumindest die Chance haben, ein normales Leben zu führen. Auch wenn er es nicht tun wird, das wissen wir aufgrund des ersten Teils, aber darum geht es ja hier nicht, ne. So. Du hast Victoria vor dem Stück ermutigt. Das haben tatsächlich nur 13% gemacht. Also die wenigsten. Du hast Victoria vor dem Stück ausgetrickst, haben die meisten gemacht. Gut. Ja, auch das ist halt so eine oberflächliche Entscheidung, die man da trifft. Ne? Also einfach zu sagen, so, der Mensch ist böse, deswegen helfen wir dem nicht, deswegen unterstützen wir den nicht, weil der ist ja fies zu uns, also sind wir auch fies zu ihm. Auch das, ne, zeigt einfach zu wenig Lebenserfahrung. Ne? Dass Gutes nicht zurückkommen kann, wenn man nicht bereit ist, Gutes zu geben. Ja, das muss man sicherlich lernen. So, du hast Rachel gesagt, dass du gerne einen Roadtrip machen würdest. Das ist quasi eine Drittelentscheidung. Das ist ja absolut gleichmäßig verteilt. Hat ja auch, denke ich mal, keinen tieferen Eingriff in die Story. Rachel hat James vor Abendessen angegriffen. Das haben wir doch gar nicht.
Rachel hat James beim Abendessen angegriffen. Du hast James beim Abendessen angegriffen. Also Rachel hat, ja, stimmt, ich habe ja nicht. Rachel hat ja angegriffen. 71% haben das zugelassen. 90% haben ihn selber angegriffen. Das war definitiv die richtige Entscheidung. Das ist ja Family Business. Da haben wir uns nicht mit reinzustecken. Das geht uns nichts an. Wir können natürlich Rachel unterstützen, gar keine Frage. Aber in erster Front in Angriff führen. Ziel war ja, das Ganze heil irgendwie durchzustehen. Das war ja die Aufgabe. Und das hätten wir nicht geschafft, hätten wir das gemacht. So. Ach, die Vorschau. Okay. Das sah verheißungsvoll aus. Auf einen spannenden dritten Teil. Den wir jetzt aber nicht sehen wollen. Ja. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Die Folge ist jetzt eine Viertelstunde länger. Ich werde natürlich im Gegenzug die nächste Folge eine Viertelstunde kürzer machen. Irgendwann muss ich auch mal Schlaf kriegen. Wir haben schon 0.25 Uhr. Ich danke euch fürs Zusehen. Für eure Treue. Ich hoffe, ihr guckt auch weiter rein. Weil das ist definitiv ein Spiel. Auch wenn man selber nicht spielt. Aber die Story ist so cool. Das muss man sehen. Das ist ein interaktiver Film quasi. Für alle, die jetzt gerade zuschauen. Und sich von mir bespielen lassen. Ich hoffe, ihr guckt weiter. Und ich denke, die Andeutung jetzt am Ende, die hat es gezeigt. Ich denke, das wird jetzt richtig spannend in Episode 3. Die Hölle ist leer. Komischer Titel. Also, die Hölle ist leer. Episode 3. In der nächsten Folge. Ab Samstag. Macht's gut. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.